Also Pannen über Pannen gibt es auf jeden Fall auch, was den Early Access Event quasi angeht. Strixhaven kommt ja jetzt nächste Woche, glaube ich, ist es soweit, ne? Also, wir haben Tag der Ausstrahlung ist Pre-Release. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall, ja, genau. Dann das Wochenende ist quasi Pre-Release und das heißt, der Release steht nicht in kurzer Ferne und normalerweise üblich, eigentlich schon seitdem es Arena gibt, ist der Early Access Streamer Event, wo die Leute, also große, kleine Content Creator eingeladen werden, mit einem Du warst VIP-Account auch schon mal mit ausgestattet dabei, wenn werden. ich mich nicht richtig erinnere, war? Genau, ich habe 3 oder 4 mitgemacht tatsächlich und es war immer eine super Zeit. Also ich persönlich, ich glaube, wie ich da reingekommen bin, ich habe mich damals, als dieses Content Creator Programm angefangen hat, mal mit meinem YouTube-Kanal und mit meinem Twitch-Kanal quasi mal angemeldet und wurde dann einfach gezogen. Also es war mehr Glück und ich habe da jetzt nicht so aktiv beworben. Ich mache Arena-Content, mache ich auch eigentlich nicht. Aber trotzdem halt dabei zu sein, war halt einfach eine tolle Sache und er hat mir halt ermöglicht, eben Arena-Content zu machen, ohne mich selbst zu verschulden. Und dementsprechend war es eigentlich mal eine sehr schöne Tradition, auch zu sehen, die Lieblingsstreamer von einem, auch eben kleinere Streamer, die dann Wollte ich eben gerade gegen sagen, größere Streamer spielen. selbst ich würde bei so einem Event mit teilnehmen, weil man bekommt Ja. ja einen Account gestellt, der Ja. alle Karten freigeschaltet hat und man darf damit praktisch alle Decks bauen. Ja. Und man darf ein bisschen rumtesten, man darf Decks kreieren, man darf mit den neuen Karten halt schon einen Tag, bevor alle Leute damit spielen können, kannst du damit mit einem All-Access-Account Ja. spielen. Selbst ich, der jetzt nicht so für Arena bekannt ist, der jetzt nicht so für Standard bekannt ist, selbst ich würde mich da hinsetzen und Spaß damit haben und damit einfach Content zu kreieren. Weiß nicht, wie viel ich da auf meinem Channel machen würde. Auf der anderen Seite auch einfach nur, damit genug Leute genug goofy Decks bauen, damit andere Content Creator lustige Gegner haben. Ja, Ja. warum denn nicht? Also das finde ich halt wirklich, wirklich eigentlich wichtig, dass man sowas hat. Den Kontrapunkt bringe ich nachher. Ja, also auf jeden Fall dieses Event, womit eigentlich auch alle gerechnet haben, was auch, ich glaube, es gibt so einen mittlerweile einen Content Creator irgendwie Discord für Arena-Sachen. Also ich bin da persönlich nicht drin, aber es sind so Sachen, wo, glaube ich, Leute, die sich dann in die Revision von Content Creator-Programmen irgendwie angemeldet haben, die sind da teilweise drin. Und da wurde es auf jeden Fall angekündigt, dass es geplant war. Das wurde dann kurzzeitig per E-Mail abgesagt. Dieser Passus von wegen, dass man dieses Streamer-Event machen möchte, wurde aus dem Discord editiert und gelöscht. Und ja, alle fragen sich jetzt so, warum und was bedeutet das eigentlich? Weil nicht nur wurde gesagt, dass Strixhaven abgesagt wurde, sondern eben auch, dass alle zukünftige Early Access Streamer Events ausgelassen werden. Und viele Leute, also viele Content Creator und auch eben Zuschauer, denken sich so, warum so komisch und warum knapp irgendwie 30 Stunden, bevor das Event eigentlich stattfinden sollte? Was ist da irgendwie los? Und ja, keine Ahnung, wie stehst du dazu? Du hast ja eben schon gesagt, du hast eine etwas konträrere Meinung noch zu dem Thema. Ja, das liegt aber daran, dass ich festgestellt habe, dass seit es diese Early Access Pre-Releases gibt oder Ex Events gibt und auch der Pre-Release auf Arena ja am Donnerstag stattfindet statt am Freitag, gehen die Zahlen von einem Event, von einem Live-Event, von einem In-Store-Event runter. Jetzt in der Ja. Corona-Zeit ist das relativ uninteressant, aber das war die Sache, die ich vorher gemerkt habe, weil Leute haben vorher schon Pre-Release gezockt. Sie haben vorher schon Content konsumiert. Sie waren vorher schon satt oder haben gesehen, ey, das habe ich jetzt schon gemacht. Soll ich jetzt echt noch in den Laden gehen und das mit echten Menschen machen? Oder mache ich das nicht? Also das hat man schon gemerkt, dass da tatsächlich die Anzahl der Attendees, also die Leute, die daran teilnehmen, zurückgegangen ist. Und das deswegen finde ich dieses generelle Pre-Release-Foreshadowing vor dem Pre-Release nicht ganz so geil. Aber das ist gleichzeitig ja, also es ist so ein bisschen mit dem Early Access ein bisschen verknüpft, dass man halt Ja. donnerstags Pre-Release macht. Dass es jetzt komplett abgeschafft wird, finde ich totaler Schwachsinn. Ja. Weil, willst du? Nee, sag ruhig, sag ruhig. Weil es gibt so viele Leute, die einfach damit rechnen, die damit hohe Zahlen generieren für Wizard of the Coast, für Magic Arena, die einfach an diesem Wochenende zwei, dreimal so viele Views haben, oder nicht an diesem Wochenende, an diesem Mittwoch, an diesem Streamer-Event, zwei, dreimal so viele Views haben, wie sie normalerweise haben. Und das hilft zwar natürlich den Content-Creatern, aber das hilft ja auch Magic und Wizard of the Ja. Coast, einfach im Blick zu bleiben.
Ja, das hat wirklich so ein, also diese Streamer-Events, die hatten auch immer so ein bisschen was von, keine Ahnung, es war wirklich ein Event. Also ich weiß noch, dass Weisen Games damals eben auch die Nacht durchgemacht hat. Der hat da wirklich diese 2 Tage mehr oder weniger komplett durchgestreamt. Also es hat irgendwie mittags angefangen und am nächsten Nachmittag wieder aufgehört. Und wo ich dann irgendwie so, weiß nicht, 3, 4 Stunden mal gestreamt habe und dann den Content nachher bei YouTube verwertet habe für mehrere Wochen, war er dann halt einfach immer die ganze Zeit dabei, hat gedraftet, hat gespielt gegen allerlei Leute und das war einfach ein cooles Ding und die Leute waren dann auch dabei und hatten halt Bock für dieses Feiern von dem neuen Set und Genau. das ist halt wirklich so ein Aspekt, der fällt halt jetzt komplett weg, weil ich meine, Content Creator sind ja auch nur Menschen und auch gerade jetzt die kleineren, die sind halt auch nicht in der Lage, sich jetzt einfach mal irgendwelche Spaßdecks zu craften mit Rare Wildcard so aus dem Fenster zu werfen wie sonst irgendwas, weil das halt auch eben mit echtem Geld verbunden ist. Und ich persönlich könnte es mir halt nicht erlauben, so jetzt zu sagen, Ich hey, glaube, ich absolut baue mir nicht. jetzt mal ein, keine Ahnung, ein Ors of Midrange Deck, auch wenn ich eigentlich weiß, dass es ja nicht Nicht competitive sein gut, wird. nicht gut, nicht competitive oder es verbraucht einfach so viele Wildcards, die man einfach nicht hat. Für mich wäre es einfach eine Idee gewesen, ich hätte weniger Standard gemacht, bin ich ehrlich. Aber ich wäre zum Beispiel hingegangen, wenn ich daran teilgenommen hätte, wenn es überhaupt existiert hätte, existieren würde, so ist es richtig ausgedrückt. Selbst ich wäre online gegangen, selbst ich hätte mir einfach Historic Decks gebaut, weil ich habe keine Chance auf Historic mehr. Ich bin aus der Zeit, wo Historic machbar war für Leute raus. Also es ist nichts, wo ich sagen kann, da mache ich jetzt mal, gucke ich jetzt mal rein, da habe ich jetzt mal Spaß, da kann ich mal Expertise drüber sammeln, auch für den Podcast oder ich bin ja relativ aktiv in der Community, da auch einfach Advices zu geben oder ähnliches, keine Chance. Und das wäre so eine Möglichkeit gewesen, die halt jetzt für niemanden mehr existiert. Ja, und das ist halt, also es gibt sehr viele Mutmaßungen, was die Gründe dahinter sind. Also ich weiß, Convert Go Blue hat da ein sehr ausführliches Video gemacht, der vermeintlich aus vertraulicher Quelle gehört haben soll, dass es eventuell ein Celebrity-mäßiges Event in nächster Zukunft geben soll. Das Ganze natürlich ohne Gewähr, keine Ahnung, ist halt seine Mutmaßung. Im Endeffekt, wir wissen es halt auch nicht. Also es gab keine öffentliche Statements dazu, was ich sehr, Was ich sehr. wiederum sehr schade finde, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, man hätte ruhig Ja. öffentlich irgendwie sagen können, wir machen das nicht, weil, aber es wurde halt nicht gesagt, weil. Ob man jetzt angibt, es bringt uns nicht genug Geld oder wir haben aktuell andere Sachen oder wir bringen zu viel Produkte und wir müssen zu viele Stream-Events machen, was ja Ja. auch eine Möglichkeit sein kann. Das ging auch. Oder halt zumindest öffentlich mal sagen, dass das Event abgesagt ist. Ja, Weil ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit. sie haben es natürlich nicht öffentlich irgendwie angekündigt, aber natürlich haben sehr viele Streamer-Leute da draußen halt gesagt, so gerade Convert Go Blue ist halt so jemand, der macht das halt wirklich zu einem riesen Event für sich und da feuert die Leute seit einer Woche an, hey, das Event wird der Hammer und ich habe sowas vorbereitet und so. Und dann halt so kurz vorher gesagt zu bekommen, also das ist inoffiziell nicht öffentlich in einer E-Mail, die dann Leute geleakt haben, wo man auch sich unterhalten kann, okay, ist das jetzt zu so cool gewesen, aber das halt darüber zu erfahren, ist halt schwach und ich kann den Frust von den Content-Creatern auf jeden Fall nachvollziehen, auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das beobachtet, aber manche Content-Creator gerade viele, die auch auf Twitter sich darüber beschwert haben, die tendieren zu so einem leichten Diva-Komplex. Also so einem kleinen Ja. Promi-Gedöns, Wizards of the Coast, hat mir alles zu verdanken quasi, was de facto nicht wahr ist. Also es ist Das sehe wie ich eigentlich ganz mit jedem genauso. Verhältnis. Das sehe ich Es ganz quasi genauso. Das sehe ich aber auch bei anderen Sachen so. Egal was ist, es wird direkt gemeckert und nach dem Motto, ich habe das verdient und ich muss das bekommen und ich hätte das jetzt gerne und jetzt müsst ihr springen und mir das geben. Das ist, glaube ich, das hat langsam Einzug erhalten bei Magic. Ich habe gehofft, dass es nicht so ist, weil es gibt andere Spiele, wo ich auch schon mit Celebrities zu tun hatte, wo halt das gang und gäbe ist, dass die Leute dann, wenn sie genug meckern, was bekommen. Und ich möchte nicht derjenige sein, der irgendwie bei Wizard of the Coast vor der Tür steht und meckert, dass er doch gerne irgendwie, keine Ahnung, eine Preview-Karte hat oder einfach irgendwie einen Early Access-Eingang. Ich möchte nicht derjenige sein, der meckern muss, um das zu bekommen. Also, das finde ich auch traurig für die Leute, die bei Wizards arbeiten, einfach. Das ist halt so der Punkt. Ja, also auch so eine Preview-Karte. Also, wenn jetzt Wizards of the Coast auf uns zukommen würde und sagen, hey, wollt ihr eine Preview-Karte für nächstes Jahr oder so haben? Keine Ahnung. Dann, klar, würde ich sagen, ja, gerne. Würde ich mich
krumm und dusselig machen, um eine Preview-Karte zu bekommen? Auf gar keinen Fall. Aber das ist halt, so bin ich halt. Und ich verstehe auch Leute, die eben kleinere Content-Creator sind, die mit Arena halt was haben wollen. Das ist eine super Gelegenheit, die jetzt leider in den Bach fällt. Aber andersrum, ich weiß nicht, wie die Situation bei Yu-Gi-Oh! So ist, aber so wie ich das weiß, ist halt die Kommunikation mit Yu-Gi-Oh! Leuten, die Game Designer und so weiter, ist quasi gleich null. Also da gibt es solche Sachen auch nicht wirklich. Dass, ja, und nein. Ja und nein. Also was die Leute bekommen ist, die bekommen tatsächlich Wochen im Voraus Preview-Produkte. Und das nicht wenig. Das echt nicht wenig. Und das auch kleine YouTuber. Also ich bin da im deutschen Bereich jetzt aktuell ein bisschen am Rumgucken. Und die haben alle, also das neue Set ist jetzt auch gleichzeitig mit dem Magic-Set rausgekommen. Und die haben teilweise vor 3 Wochen haben die schon angefangen, Produkte geschickt zu bekommen. Und das sind Content-Creator, die haben 800, 900 Abonnenten, 500 Aufrufe oder so. Und also nicht die größten Leute. Und trotzdem bekommen sie was. Und die Großen bekommen natürlich noch mal ein bisschen mehr und so weiter. Aber das ist schon da, auch wenn Konami echt nicht mit den Leuten redet. Ja, das ist halt irgendwie so der Punkt. Oder ein anderes Beispiel ist, glaube ich, dieses Verhältnis Let's Player zu Game Publisher. Ja. So, Let's Player tendieren dazu, das so zu sagen, ey, wir machen ja Werbung und eigentlich ist halt alles, was ich mache für dieses Spiel, nur rein positiv, ist es halt nicht. Also die Leute, also die Game Designer haben immer noch das Recht, einfach das nicht zu wollen und auch dagegen vorzugehen, wenn es denen halt nicht passt so. Und ich glaube, man muss halt so ein bisschen, ich glaube, das Problem bei Wizards of the Coast und den Fans und den Content-Creatern ist, dass so eine gewisse Transparenz und auch so Talks halt sehr, sehr offen sind und sehr häufig passieren, was halt grundsätzlich positiv ist, aber man sollte trotzdem die Erwartungshaltung als Content-Creator runterschrauben, was solche Arten von Support angeht. Ja, also, auf jeden Fall. Ich erwarte nicht in Zukunft, wenn es Early Access Stream Events noch weitergeht, dazu eingeladen zu werden, einfach nur weil ich weiß, wir haben eine relativ geringe Reichweite, ich mache jetzt nicht primär Arena-Content, ich stehe auch sehr kritisch Arena gegenüber und das sind einfach alles Sachen, das jetzt zu denyen oder mein Content jetzt darauf auszulegen, nicht Arena-kritisch zu sein, um die Möglichkeit zu haben, bei so einem Event einzuladen zu werden, finde ich halt, ist nicht drin. Wir würden uns trotzdem darüber freuen, wenn wir teilnehmen dürfen. Natürlich, also wenn wir eingeladen werden, wenn jemand sagt so, hey, ihr seid cool und wir wollen euch ein bisschen was tun, gerne, super, aber ich werde jetzt nicht anfangen, aufzuhören, über kritische Sachen zu reden, nur auf keinen Fall. Und das ist ja auch das Interessante, was dazu kommt. Es betrifft ja nicht nur die Content Creator, die wir jetzt gerade auch so ein bisschen hergezogen haben, auch wenn wir natürlich alle unsere Kollegen lieben. Natürlich, klar. Es ist wirklich so, dass es auch nicht Content Creator betrifft, weil den Zuschauern und damit auch Leuten, die diese Möglichkeit eh nie hatten, denen wurde jetzt auch was weggenommen. Ja. Natürlich waren auch viele Zuschauer oder viele Posts von Nicht-Content-Creatern, die ich gelesen habe, wo ich dachte, ihr habt das eh nicht verdient, nur weil ihr zweimal am Tag vor einer Kamera sitzt, könnt ihr das eh nicht, wo ich mir denke, ihr wisst gar nicht, was es für eine Arbeit ist. Und dazu kommt dann eben der Punkt, dass Leuten dann die fehlenden Content, also selbst mir, wie gesagt, der nicht so viel erinnert, ich habe die Events auch genossen. Ich springe dann zwischen den Twitch-Streamern hin und her und gucke mich so an, wer macht was. Manchmal gibt es sogar Crossover und was nicht alles. Das fehlt mir jetzt. Das wird mir jetzt einfach am Mittwoch fehlen, ganz einfach. Naja, vor allen Dingen, das Ding ist halt, ich glaube, der lustigste Kommentar von, sag ich mal, Nicht-Content-Creatern zu einem Nicht-Content-Creator war irgendwie sowas von wegen, ja, das hilft ja diesen verdammten Netdeckern, wo ich denke, also Netdeckern noch als Beleidigung zu verwenden 2021, finde ich schon sportlich auf jeden Fall. Ja, dieses vermaledeite Internet so. Also es ist halt, es ist auf jeden Fall viel, also ich glaube, von Seiten von Wizards of the Coast würde ich mir auf jeden Fall wünschen, deutliche und klarere Kommunikation. Von Seiten von Content-Creatern Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen runterschrauben und nicht sofort zu den Fackeln rufen, sobald was abgesagt wird. Auch wenn ich zustimme, dass das sehr schade ist, dass die Early Access Streamer Events so wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, wie sie bisher stattgefunden haben, finde ich gerade die Wortwahl bei manchen Leuten wirklich verurteilungswürdig. Und das ist halt so ein Ding, so offen und transparent, wie Wizards of the Coast mit uns auch umgeht, als Content Creator und mit den Fans im Allgemeinen, so leicht tendiert man auch dazu, sie dann auf Übelste zu rösten, verbal. Und das finde ich halt geht nicht den Mitarbeitern zum einen gegenüber, zum anderen halt sind die Leute, die dann einfach mit uns tweeten, die dann Mark Rosewater, Gavin Burhey sind, die sind nicht dieselben Leute, die Entscheidungen treffen, was sich finanziell lohnt und was sich finanziell nicht lohnt. Und das ist halt, Kritik ist halt so ein Ding,
ist angebracht, aber im moderaten Rahmen und gerne auch auf Twitter mit @WizardsOfTheCoast oder @WizardMagic oder wie auch immer der Handle heißt. Aber dann immer noch beachten, dass das Menschen sind, die vermutlich dafür nichts können. Dazu, was mich noch ein bisschen daran stört, und das bringt mich auch noch zum einen Punkt, den ich gerade noch anbringen wollte, es ändert ja auch die Viability, die Visibility von Arena tatsächlich. Und ja. Arena soll ja das primäre Pro-Programm sein, sage ich mal, nachdem wir ja gerade eben schon mal über Pro-Tour geredet, Pro-Event geredet haben, sagen wir es mal so. Und Arena soll ja, oder ist ja auch das primäre System dafür. Ja. Und davon sind sie anscheinend, auch wenn ich gerade eben gesagt habe, sie versuchen es irgendwie die letzten paar Wochen runterzuschieben, noch nicht ganz abgekommen. Weil ich habe jetzt auch jemanden gesehen, der auf Twitter auch darüber gepostet hat, und da habe ich mich auch mehrfach darüber informiert. Es ist auch so, dass sie jetzt von Magic Online den Draft, also den Limited Showcase weggezogen haben. Also normalerweise ist es so, dass auf Magic Online ja ganz viele verschiedene Sachen laufen. Auf Magic Online kann man ja Modern spielen, Pioneer, Legacy, Pauper, alles Mögliche kann man ja auf Magic Online spielen. Aber Magic Online ist halt eben das veraltete Format, dieses kleine Stiefschwester, die man beiseite schiebt und das coole Flashy hier benutzen soll, und zwar Arena. Und da haben sie nicht nur vor Monaten schon angefangen, einfach Standard runter zu cutten, weil sie eben Standard auf Arena schieben wollten, sondern jetzt sind eben auch die Draft-Showcases verschwunden. Und dafür sind auch, glaube ich, noch ein Standard-Showcase, was nicht so viel ist in dieser Season. Und der Rest ist, glaube ich, relativ viel Modern und Legacy. Ich habe unten in den Kommentaren, wenn ihr wissen wollt, was genau wohin geschoben wurde, unten in den Kommentaren haben wir immer Links dazu, also immer Quellenangaben. Und da ist es auch nochmal drin. Aber das ist halt, zeigt halt doch so ein bisschen so die letzten Reste dieses, wir wollen doch, dass das irgendwie auf Magic Arena funktioniert. Aber irgendwie wollen wir Magic Arena nicht promoten. Das ist auch ein sehr stranger Move tatsächlich. Ja, definitiv. Also ich glaube, ich rede da für uns beide, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht so viel Magic Online-Erfahrung. Ne? Nee. Und das ist halt das Problem immer, wenn wir über Magic Online reden. Also es ist eine gute Plattform für Leute, die halt eben Modern und Pioneer und Legacy spielen wollen online. Und dort werden eben die Sachen, die man auf Arena spielen kann, eben runtergecuttet. Und man kann sich die Pläne dazu eben in diesem Link angucken von Wizards of the Coast offiziell, was diesen Premiere-Play angeht. Also es ist quasi ein Kalender, so ein bisschen wie man halt auch bei Arena, wo manche Events eben spielbar sind zu gewissen Zeiten. Und da werden halt die Standard-Challenges runtergecuttet, da werden die Limited-Challenges runtergecuttet, weil diese Events eben spielbar sind auf Arena. Oder zumindest mutmaßen wir das. Und das ist eine traurige Entwicklung. Und eben Draft ist auch so ein bisschen, ja, ist immer so das Format, was ursprünglich mal so als das Vorzeigeformat für Wizards of the Coast war, von wegen, hey, Magic the Gathering ist das. Und dann gibt's halt die Draft-Booster, beziehungsweise damals einfach nur Booster. Und die ganzen Commons und Uncommons, die haben halt einen Spielzweck erfüllt. Jetzt, wo es immer weiter und weiter runtergeht in der Relevanz, ist es eigentlich noch gerechtfertigt, Commons und Uncommons in so einem Set zu haben? Weil also in einem Set-Booster nicht mehr, meiner Meinung nach, weil jetzt brauchst du es ja nicht mehr. Außer man macht detektive Draft-Booster, die halt ein Format-Booster praktisch sind. Das wäre sowas wie ein Modern-Booster. Oh, warte. Ja. Und das ist halt das Ding, so Draft war halt so wichtig, aber auch wenn ich jetzt persönlich kein Draft mehr, also kein Draft so viel gespielt habe in der Vergangenheit, ich arbeite aber dran, ist es halt trotzdem auch so, bei der Magic Pro League, die wir vorhin noch behandelt haben, da gab es keine Draft-Portion, was immer so ein Ding war, was halt bei Pro-Play dazu kam. Bei diesen Early-Access-Dingern wird sich halt fokussiert auf Standard ganz weit vorne und dann irgendwann Historic und dann irgendwann noch Draft. Aber es ist halt einfach irgendwie nicht mehr so wichtig. Und das ist eine weitere Entwicklung, die wir sagen können, die ist sehr schade, oder? Ja, absolut, absolut. Aber da hört es ja nicht auf.